Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mad Max. Gut, da hinten dürfen wir jetzt alles mitgenommen haben. In der letzten Folge haben wir nochmal die Fryer kennengelernt, noch ein bisschen umgeschaut. Hier den ganzen Müll uns mal betrachtet. Und hier gibt es noch einiges mitzunehmen. Guten Abend. Kiste, öffne dich. Was habe ich sonst aufgenommen? Da. So, die Herren, das war's dann mit euch. Habt euch mal wieder mit dem Falschen angelegt. Obwohl, eigentlich habt ihr euch ja erst jetzt das einzige Mal und erste Mal mit dem Falschen angelegt, weil sonst wärt ihr schon längst tot. Es wird windig. Wie gesagt, diese Stürme kommen echt immer zu den ungünstigsten Zeitpunkten. So, Putzcrew endlich. Es fehlt dir aber eh nur noch, glaube ich, ein Schrott. Von daher. Gut, Munition war voll. Sehr schön, sehr schön. Was ist da denn noch drin? Bonus-Schrott, wie mir scheint. Ah! Ach nee, die Paletten sind extra gewesen. Okay. Dann macht das natürlich Sinn. Ja gut, ich würde sagen, Schnellreise erstmal. Geht gerade nicht. Hätte ich hier doch runterrutschen sollen. Wasser brauche ich gerade keins mehr, wie mir scheint. Benzin auch nicht. Wagen? Wagen. Dann mal ab los. Ja. So, dem Wagen geht's ja noch gut im Moment. Von daher, wie lange können wir uns denn mal gerade rauswagen? Aua. Ja, nicht so lange, alles klar. Ist in Ordnung. Komm, ich glaube, dann ziehen wir das Ding echt mal in Sicherheit. Naja, wie weit ist denn das eigentlich? Ja, mehr oder weniger halbe Weg. Aber ich schätze übrigens erstmal das Zeug hier weg. Wägelchen. Aber das Ding bleibt da dran. Nein, bleibt
es nicht. Komm mit. Oh, da unten wäre eine neue Kiste. Nehmen wir die einfach. Ja, wenn die mal da bleiben würde. Kiste? Komm her. So, hier ist eine brave Kiste. Soll ich dann nicht unbedingt Vollgas fahren? Es verdünnisiert sich da noch was. Legt euch hier gerade so ein bisschen, ne? So, jetzt aber schnell. Na, ihr? Ja, nachher bei der Sache ist unser Wagen ist halt schon ziemlich angeknackst. Jawohl, ungünstig. Ja, ja, mach mal schneller. Ich glaube, die haben auch gerade so ihre Problemchen. Schade, dass da nichts ist, wo wir sprengen könnten. Ich bräuchte echt irgendwas, was die Dinger one-shottet. Das wäre super angenehm. So, Kollege, du nervst gerade. Geh weg. Dauert halt immer noch verhältnismäßig lange, die wegzusprengen und auch das Nachladen. Aber ja, ist halt tatsächlich schon besser als vorher. Komm, den Schrott lassen wir liegen. Kann ich jetzt wieder schnell reisen eigentlich? Kann ich. Okay, dann wird jetzt mal Zeug gebaut und weiter nach Teilen gesucht. Und dann machen wir die Missionen. Aber erstmal will ich dann die Festung soweit ausbauen. So, Putzcrew, sehr, sehr wichtig und sehr, sehr angenehm. Zack. Genau, und der Brunnen. Ein Brunnen voller Öl. So, sehr cool. Wird ja langsam mit der Festung hier. So, Spähcrew. Ja, die will ich, glaube ich, erst später mal machen.
Das ist jetzt nicht so wichtig gerade. Feldflasche auffüllen. Was habt ihr hier noch an sinnvollen Sachen? Eine Madenfarm, Wasserspeicher, also sonst ist glaube ich auch Schrottcrew noch. Go see the Commandant. War die Schrottcrew nicht hier irgendwo? Da unten. Alles klar. So, das wäre da oben. In Ordnung. Was haben wir eigentlich hier? Wir haben, ja genau, ein Minenfeld sogar noch. Okay. Noch ein Gasfahrt wahrscheinlich auch nochmal extra Dings. Okay, okay. Also, gut, dann dauert es noch ein bisschen länger, als ich dachte. Ich dachte, das da wird gar nicht mehr als Hoheitsgebiet zählen. In Ordnung. Gut, dann kriege ich vielleicht auch noch genug Folgen zusammen, dass wir direkt einen Übergang machen können. Ja, weiter geht's. Holen wir uns mal die restlichen Crew-Dinger. Baudinger. Für Crews. So. Vom Crews zum Beispiel. Theoretisch wäre es, glaube ich. Na gut, wir können unterwegs noch einen Sniper mitnehmen. Stimmt, die müssen wir auch noch machen. Die Todesfahrten. Ja, und ich merke hier, es ist nicht gut, vom Weg abzukommen. Sowohl metaphorisch als auch wörtlich. Naja, da. Ordnung, kurz wechseln. Und dann weg sein. Waren das alle Sniper? Scheint mir so. So, hier ist halt noch was zu holen. Vielleicht sind da auch noch irgendwelche Crew-Teile drin. Von daher schauen wir mal rein. Sagen wir mal kurz Hallo. Wir haben es ja. Aua. Wie frech. Ich bin das hier. Hallo. Okay, das könnte jetzt böse enden. Ich habe dann doch zu wenig Leben. Ich esse mal gerade nichts. Okay, das scheint dann nicht gestoppt zu sein. Schade. Aber gut, habe ich das auch mal erfahren. Also essen erst nach dem Kampf. Wo bist du jetzt gestartet? Ein paar neue Wagen, in Ordnung. Ich glaube wieder ganz hier oben in der Ecke, warum auch immer. Na dann, zurück.
zur Schnellreise. Dann gehen wir wieder ins Lager zurück. Also markieren es mal. Gucken wir, dass wir da dran vorbeifahren. Ich glaube ja eher weniger. Autsch. Lad schneller nach, bitte. Das dauert immer noch sau lang. Raus. Haben wir ein Lager? Ja, es sieht mir fast so aus. Guck mal, dass du den Wagen einigermaßen repariert kriegst. Ja, ich weiß, Schnellreparatur und so, aber... Wir müssen gerade noch sparen. Wir haben es ja nicht so. Wir haben ja nicht genug Schrott da. Okay, es wird langsam mit dem Ding. Dass es dann wieder getroffen wird, aber das scheint nichts auszumachen. In Ordnung. So, du kommst jetzt erstmal weg. Ich bin jetzt zumindest mal in Sicherheit gerade. Na komm, fahren wir los. Gehen wir mal ein Stück raus. So, damit wäre das erledigt. Was schießt denn? Du schießt? In Ordnung. Ändern wir das mal. So, damit wäre ich platt. Dann holen wir uns gerade die Vogelscheuche da unten noch. Wir mal in das Lager und Zeug holen. So, vielen Dank. Einmal noch gemütlich aufsammeln. Könnte es halt auch wieder böse enden. Ja, wie gesagt, die Dinger sind zu langsam. Die sind viel zu langsam, diese Donner... Das Donnerzeug. Sonst ist irgendwie nichts großartig effektiv. Bad.
Stimmt, warum eigentlich nicht? Wir haben ja noch den Bauschuss. Die Dinger würden wir auch noch irgendwie mal sammeln, aber... Wagen? Nachdem du hier wieder einigermaßen fit bist... Sprengen wir das Zeug jetzt. Eins. Ich eigentlich das andere erwischen wollte, das andere Fahrzeug. Ach, ich lasse es liegen. Das dauert mir jetzt alles viel zu lange. Für die 10 Schrott ist es echt nicht wert. So, was sagt die Uhr? Oh. Zeit ist gar nicht mehr. Wieder viel zu viel Zeit hier rumgetrödelt. Aber gut, das bringt das Spiel halt eben auch so mit sich. Gibt mir irgendwo was zu tun. Okay, ich auch. Oh, jetzt ist richtig was los. So, gute Nacht, Jan. So, drei auf einen Streich noch erwischt. Sehr schön. Das lief doch mal gut. So, und der Straßenkrieger wird immer, immer weiter gelevelt. Naja, sieht ja zumindest schön aus. Praktischerweise kriegen wir dadurch auch dann wieder Munition für den Donnerstecher zurück. Auch sehr, sehr gut. Guten Tag. Hör das? Der Guy, Raggedy Man! Hurry up, you pissbug! Like the first and the last you'll see, you rogue beast! So, Kinders, ihr habt doch da nicht allzu viel zu melden. Ich nehme die Waffe nochmal mit. Scheinbar lohnt sich das doch. Hier kriegen wir dann noch die dicken Schrottpaletten. Sehr gut, sehr gut. Und Schrott, glaube ich, im Moment echt das Wenigste, was wir irgendwie gebrauchen könnten. Oder beziehungsweise da haben wir jetzt echt im Überfluss was von. Andererseits, wir haben ja auch schon alles andere. Von daher sollte ich mich eigentlich nicht beschweren. Mache ich trotzdem. Dafür sind wir ja noch da. So, Schrottcrew haben wir. Dann schaue ich mir hier oben noch. Bestimmt gibt es da irgendwie ein Relikt oder so. Nee, das ist nur noch ein Schrott. Das zum Beispiel. Okay. Gut, haben wir hier alles. Weiter geht's. I
don't mean to question your saintly methods, but the angel calls for our holy work to go on. Das ist ja kein Problem. Jetzt können wir ja wieder. So, wir hätten hier noch... Ach stimmt, den Suchbereich hatte ich noch nicht. Da bin ich das letzte Mal ja dann, genau, da bin ich ja drauf gegangen. Holen wir uns den nochmal. Bestimmt ist da auch noch irgendwas für die Festung drin. Ja, leider kann man halt nicht alle Festungssachen auf einmal markieren. Das wäre halt praktisch. Oder ich werde halt die Karte nochmal... Ich könnte halt die Karte nochmal holen. Dann ist das, glaube ich, auch markiert. Ich nutze echt das Sniper viel zu selten, fällt mir mal auf. Abend. Gute Nacht. Mit Rosen bedacht. So, dann werdet ihr mal ein wenig zerlegt. Und diesmal ging das auch deutlich besser mit dem Kampf. So, und wie zu erwarten, war hier auch noch ein Bauteil drin. So viel Auswahl gibt es hier halt eben auch nicht. Da sind noch zweimal Schrott. Okay. Essen lohnt sich gerade nicht. Euch haben wir zerlegt. Wahrscheinlich ist dann oben noch was. Allerdings vielleicht auch Gegner. Nö. Okay. Aber wie gesagt, man kann ja nicht sicher sein im Spiel. Immer ist hier irgendwas. Hier gerade wieder muss ich mich nochmal bewegen, bevor er halt den Befehl ausführt, den ich drücke, oder die Taste, den Befehl ausführt, dessen Taste ich drücke. Das ist eigentlich, gerade im Eifer des Gefechts ist das ein bisschen nervig, aber ansonsten läuft's ja angenehm rund. Ich glaube, Abschütze hatte ich noch keinen oder ein, zwei, wenn es hochkommt. So, ich würde sagen, holen wir uns die Vogelscheuche noch und dann können wir auch die Folge wieder beenden. Ja, habe ich jetzt ja schon mitgenommen. Wasser brauche ich im Moment gerade nicht. So, Frau Scheuche. Es ist Zeit. Das ist ja echt irgendwie andauernd. So, na komm, bitte mitnehmen. So, eigentlich will ich nämlich nur kurz den Schrott einmal noch hier weiter aufsteigen. So, was bringt das eigentlich? Mehr Schaden. Ja gut, das ist doch vielleicht, können wir das wirklich one-shotten. So, und das letzte, da brauchen wir dann tatsächlich die Ödland-Mission für. In Ordnung. Gut. Beenden wir die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis dahin macht's gut und ciao, ciao.